Sprich mit Crash hilft dabei, die Thronfolgefrage auf Skellig zu klären. Genau, dann ist das mit König Krön. Aber ich muss mal kurz gucken, weil ich muss mal Schwert reparieren. Da haben wir in dieser Richtung. Das wollte ich schon immer wissen. Werde ich dann nämlich erstmal hingehen und erstmal mal das Schwert reparieren. Das wird mega Zeit mit dem Reparieren. Das musst du gucken, wie ich da hinkomme. Ich glaube, das ist draußen. Ich glaube, rausgehen kann ich noch nicht. Nein, überall, wo Rost war. Ja. Wäre ja nichts sagen, aber. Oder komme ich vielleicht doch unten durchs Gitter? Fragen über Fragen. Keiner kennt die Antwort. Und Niki ist am Popeln. Ich will nicht mit dir klatschen. Ja, ich bin hier. Lass mich raten, dieser blöde. Ach, das ist nur. Ich muss zu meinem Zwerg, definitiv. Ja, dann sprechen wir mal mit dir. Ich sag's dir, Geralt. Seit du und Hjalmar den Eisriesen besiegt habt, sehe ich dich als einen der Unsrigen. Sehe ich wie ein Skelliger aus? Du hast das Herz eines Ankret. Das Massaker bei dem Fest. Gibt es dazu was Neues? Die Untersuchungen sind noch nicht abgeschlossen. Ich will niemanden vorschnell verurteilen. Was gibt es Neues auf Skellige? Wenn man in letzter Zeit aufs Meer blickt, sieht man ihre Sonne auf dem Segel. Bisher konnten wir noch keinen gefangen nehmen. Aber nur ein Idiot würde nicht merken, dass sie was planen. Es fällt mir nicht leicht, aber ich muss dich um einen großen Gefallen bitten. Worum geht es, mein Freund? Ciri. Ich weiß, wo sie ist. Leider wird es die wilde Jagd auch wissen, sobald ich bei ihr bin. Sie wird uns verfolgen, angreifen und wir müssen mit aller Härte zurückschlagen. Kann ich auf dich zählen? Erst die Schwarzen, jetzt Erscheinungen. So ist das Leben. Bring sie her und wir stellen uns ihnen im Kampf. Was ist denn mit den Nilfgaardern? Wenn man in letzter Zeit aufs Meer blickt, sieht man ihre Sonne auf dem Segel. Bisher konnten wir noch keinen gefangen nehmen. Aber nur ein Idiot würde nicht merken, dass sie was planen. Aber keine Sorge. Wir werden die Schwarzen und die wilde Jagd vertreiben. Zwei Fliegen mit einer skelligen Axt. Ciri wird in Kertrolde sicher sein. Ich kann das Leben deiner Männer nicht riskieren. Wir können sie nur in Kaer Morhen bekämpfen. Kaer Morhen ist hunderte Meilen weg. Eine Armee dorthin zu bewegen, würde Wochen dauern. Die Inseln wären Nilfgaards Angriffen ausgesetzt. Geralt, verzeih mir, aber das kann ich nicht machen. Das verstehe ich. Ich werde deine Zeit nicht länger in Anspruch nehmen. Warte. Ich lass dich nicht mit leeren Händen gehen. Ich werde helfen, so gut ich kann. Komm mit. Wunderschöne Handwerkskunst. Du hast einen talentierten Schmied. Nicht ich. König Erlend Ankret. Erlend Steinfaust? Das ist also Winterklinge? Ich dachte, sie wäre eine Legende. In Mahakam geschmiedet, in Drachenfeuer gehärtet. Sie befindet sich seit Jahrhunderten im Besitz der Ankret. Und jetzt gehört sie dir. Danke. Das ist bestimmt nicht leicht für dich. Umso mehr weiß ich es zu schätzen. Möge es dir gute Dienste leisten. Schick diese Geister dorthin zurück, wo sie hergekommen sind. Genau das habe ich vor. Leb wohl.
Nee, nee, der Bonus ist ja da, der geht ja hoch, aber die Chance, das ist irgendwie ein bisschen komisch hier gemacht. Bonus, sagt er, geht weg, dabei ist ja der Bonus da. Ja, weil die Chance, die Trefferchance, die hat die andere Klinge gar nicht, weißt du, und die, ja. Bin ich gerade irgendwie so ein bisschen drollig. Tut richtig weh. Habe ich denn hier drin eine Chance auf Verbrennen? Habe ich das hier nochmal? Eine Pera, ohne Chance auf Verbrennen. Habe ich die auch noch stärker? Chance auf Einfrieren? Ne, das ist die andere Waffe. Vergiften. Okay, Chance auf Verbrennen. Und dann Angriffskraft oder Chance auf Bluten. Bei Angriffskraft oder Verbluten? Wenn ich Verbluten noch habe. Betäuben? Giften? Also Angriffskraft. Dann habe ich nicht. Gut. Jochts, ich habe eine bessere Waffe. Echt miese Ecke, wo ich das nicht angucken kann. So, hilft dabei, die Thronfolgefrage des Gilded zu erklären. Machen wir jetzt natürlich auch. Frage ist nur wie. Hey, ihr Schweinefressenden. Wenn wir hier mal befragen. Ich gleich, lass es sein. Mal mit dem Hexersinn nach. Bissspuren, Klauenspuren, Knochenbrüche. Naja, es waren Bären hier. Ist. Ich weiß es nicht genau. Ich habe ja noch nie mal was gefragt. Respekt, Hexer. Also gut, was haben wir denn hier? Ein Bären? Ein Bärenschädel, aber die Zunge ist kurz wie die eines Menschen. Das Maul riecht nach Met und nach etwas anderem, etwas Erdigem. Nimm es in den Mund. Bären mögen Honig, bevor er fermentiert ist. Seltsam. Etwas unter dem Fell, eine Tätowierung. Wie eine Bärentatze. Alte Narbe ist wohl genäht worden. Halb Mensch, halb Bär. Wie ein Lykanthrop. Der Mond ist nicht voll. Also hat etwas anderes die Verwandlung bewirkt. Vielleicht etwas zu essen oder zu trinken. Met mit erdiger Note. Ich sollte die Hörner, Humpen und Schüsseln untersuchen. Alle Hörner sind leer. Otrik, Mist, der ist ja noch ein Kind. Wegen Staper wie ein Kind. Massakriert. Schwer zu sagen, wer das ist. Steingrim vielleicht. Erdiger Geruch im Bärenmaul. Etwas wie Pilze? Die Schüssel ist leer, aber der Geruch hängt in der Luft. Der kommt von woanders im Raum. Musst du deine Nase eigentlich im Hörer reinstecken? So viele Wunden. Kaum erstaunlich, dass Halbjörn verblutet ist. Folgen wir mal dieser Duftnote. Das wollte ich schon immer wissen. Glücklicherweise ist das nicht Nigis Blut. Ja, das wäre intensiver, definitiv. Hier,
Met mit irgendeinem Pilz versetzt. Und Menschenblut. Ceres! Eine Wache hat gesehen, was passiert ist. Das waren keine Bären, sondern... Menschen, die sich in Bären verwandeln. Mhm. Berserker. Berserker? Der Name des Galgen für Krieger, die sich in der Schlacht in Tiere verwandeln. Stoff für Sagen und Legenden. Aber es passt doch, nicht wahr? Mhm. Fast. Es war eine Feier, keine Schlacht. Genau, Werbären. Ich glaube, ich weiß, warum sie sich verwandelt haben. Es war der Met. Riech mal. Met mit Blut versetzt. Und mit noch etwas. Könnte ein Pilz sein, aber ich weiß nicht, was für einer. Fjord könnte uns helfen. Nur wenige Druiden kennen sich besser mit Kräutern aus. Kann nicht schaden. Respekt, Hexer. Welche Schande! Die schlimmste seit dem roten Begräbnis. Freya. Also? Freya, unsere Mutter. Möge die See die Verräter holen. Freya, unsere Herrin. Darf ich kurz stören? Das hast du bereits. Was gibt's? Irgendjemand hat eines der Metfässer mit Blut und einem Kraut oder Pilz verunreinigt. Ceres meinte... Gib mal das Horn her. Ich kenne diesen Geruch. Ein Pilz. Mardrömme. Haben Mardrömme denn irgendwas mit Berserkern zu tun? Ja, aber nur in den Geschichten, die wir unseren Kindern erzählen. Darin heißt es, dass Krieger, die Mardrömme essen, sich im Kampfrausch in Monster verwandeln. Aber wie gesagt, das sind nur... Legenden, ich weiß. Aber es fällt mir leichter, an sowas zu glauben, als an irgendwelche Bären, die aus dem Nichts auftauchen. Ceres hat nicht gelogen. Du weißt gut über Pilze Bescheid. Das tue ich. Besonders, wenn sie den Geist beeinflussen. Ihn beruhigen, Wachträume hervorrufen. Odalric hat viele Jahre gelitten. Ich habe versucht, ihm irgendwie zu helfen. Zuerst mit Beten, dann mit Mohnmilch. Aber inzwischen ist er davon los, oder? So schnell geht das nicht. Aber wir werden es ihm abgewöhnen. Mardrömme. Nie gehört. Ihr auf dem Festland habt einen anderen Namen dafür. Psilocybin, glaube ich. Richtig. Bauern nehmen ihn, um Schmerzen zu lindern. Das hat Udalric auch getan. Aber nur ein paar Mal. In großen Dosen rufen Psilocybin-Pilze Visionen und Albträume hervor. Ja, das Letzte, wovon Udalric noch mehr gebrauchen konnte. Danke für deine Hilfe. Blut und Mardrömer. Ich will keine Pilze mehr essen. Von Menschenfleisch und einer Substanz, die Visionen hervorruft. Das könnte den Anfall verursacht haben. Vielleicht sogar die Verwandlung. Kann sein. Unwahrscheinlich, dass der Met erst in der Halle manipuliert wurde, vor so vielen Zeugen. Das stimmt. Ich habe bei den Vorbereitungen geholfen. Das wäre mir aufgefallen. Vielleicht ist es passiert, bevor die Getränke nach oben gebracht wurden. Im Keller. Komm, vielleicht finden wir dort ein paar Hinweise. Ja, los, kaputt. Jetzt nicht in den Keller nach unten. Wir müssen die Verräter schleunigst finden. Sonst nehmen die Krieger die Sache in die Hand. In der Burg herrscht schon genug Aufregung. Glaubst du, sie würden Krach offen angreifen? Meinen Vater oder sich gegenseitig. Alte Skelliger Tradition. Wir hatten schon lange keinen Bürgerkrieg mehr. Ja, beim Bürgerkrieg gibt es Blut. Tote. Ich hab nur eine Abkürzung genommen. Wie in die Hütte noch eins, Mädel. Ich wusste, es gibt Ärger. Es war alles viel zu ruhig. Seltsam. Das hat Arnwald auch gesagt. Dass auf guten Festen nicht nur Met fließen muss, sondern auch Blut. Der Wunsch ist ihm erfüllt worden. Ich hoffe wirklich, dass Hjalmar etwas Sinnvolles macht und nicht nur auf einen Kampf aus ist. Entspann dich. Dein Bruder ist ungestüm, nicht dumm.
bewahren den Alkohol am anderen Ende des Kellers auf. Komm, ich zeige es dir. Oh, Gestank. Ist das Wodka? Mahakama-Schnaps. Da hat jemand mehrere vorzügliche Fässer ruiniert. Zum Glück hat Vater gerade andere Sorgen. Direkt hinter dir. Da bin ich aber froh. Blut und Pilze. Meinst du, wir finden raus, wo dieses Fass herkam? Sieht anders aus. Was zum... Scheiße. Der Schnaps! Oh nein, der arme Schnaps. Aber sie sind zu schwer. Die kriegen wir nicht weg. Hab ich auch nicht vor. Hüstel, Hüstel. Götter, wir hätten bei lebendigem Leibe verbrennen können. Da legt aber jemand aber großen nicht. Wert darauf, dass wir die Nachforschungen einstellen. Ist das ein Geheimgang? Ach, das ist wieder so ein Verstärker nur. Als Jana und ich noch klein waren, haben wir hier gespielt. Einmal... Ach, die Vergangenheit. Hey, hey, hey. Denn die meine Taschenlampe hin. Die verkauft? Einfach mit Fackel. Halt. Sieht ja keiner was hier, außer ich. Stifter erwische. Mal überlegen. Er musste den gleichen Eingang wie wir benutzen. Ob er Spuren hinterlassen hat? Vielleicht. Als die Tür zuschlug und das Feuer ausbrach, hast du da auch eine Flasche bersten hören? Nein, aber ich habe auch nicht die Sinne eines Hexers. Du hörst ja bestimmt das Haar auf meinem Kopf wachsen. Ich versuche nicht zu lauschen. Komm, wir sollten den Eingang untersuchen. Alkohol. Da ist jemand durch den Met gelaufen. Sehr gut für uns. Bessere Spuren gibt es nicht. Klebrig vom Met. Niki hat seine Suppe wenigstens nicht verteilt. Die Spur bricht ab. Wir müssen einen anderen Hinweis finden, den wir folgen können. Was ist das? Ein Stück Stoff. Das gibt es doch nicht. Was denn? Anwaltstunika. Nur er trägt sowas. Bist du sicher? Ich habe ihn in der Haupthalle mit den Bediensteten gesehen. Los!